Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr hört es vielleicht, der Wind geht schon ein bisschen. Ich möchte die Lage vor der Sabine dokumentieren, denn es herrscht ein starker Orkan, soll kommen heute Abend bzw. in der Nacht. Ich bin hier gerade mit meinem Mofa hingefahren und ich bin so bei einer Baumgerade, bei so einer Straße, bei so einer Allee. Und jetzt will ich einfach mal dokumentieren, wie das Ganze vor der Sabine aussieht, denn es soll ein Sturm bzw. Orkan aufziehen, der Geschwindigkeiten von über 110 km/h haben soll. Wir wissen es nicht, ob hier etwas einschlägt. Wir befinden uns in Baden-Württemberg, in Ettlingen bei Karlsruhe. Und ich bin sehr gespannt, wie das Vorher-Nachher-Bild aussieht. Ich werde jetzt hier ein paar Aufnahmen dokumentieren, wie ich hier, ich bin mit meinem Mofa hergefahren, wie die ganzen Bäume, Straßen aussehen und davor und danach vergleichen. Sieht alles noch sehr friedlich aus. Oh, mein Mofa geht fast aus. So, wir werden jetzt mal weiterfahren. So, heute Morgen war wirklich Ruhe vor dem Sturm. Man hat nichts gespürt. Es war sonniger Tag. Jetzt zieht so langsam ein Wind auf. Das merke ich auch auf dem Mofa, wenn ich fahre. Man wird so ein bisschen hin und her geschaukelt, schon ein bisschen. Also nicht wirklich richtig, aber man merkt, dass der Wind jetzt so langsam kommt. Und ich wollte jetzt hier nochmal den Buchtzigsee dokumentieren, weil hier sind auch viele Bäume, Sträucher daneben. Und vielleicht sieht man danach hier auch eine Veränderung. Also ich dokumentiere den gerade mal. Man hier im Nachhinein vielleicht irgendwas sieht. Ich werde jetzt weiterfahren und ja, die Ruhe vor dem Sturm, wie gesagt. Hier dokumentieren wir nochmal eine andere Fläche, auch mit sehr viel Bäumen. Ja, und jetzt geht's weiter. Also ich bin jetzt hier noch ein kleines Stück höher gefahren. Hier geht der Wind auch doller, also vielleicht hört man den. Ich hoffe nicht, aber um hier auch einfach die Lage zu dokumentieren, hier oben ist direkt der Wald. Hier unten kann man schon auf Ettlingen runterschauen und auf Ettlingen Weiher. Bis jetzt sieht noch alles ziemlich friedlich aus. Wie gesagt, der Wind geht jetzt doch doller. Man hört ihn, denke ich, ziemlich stark. Der geht jetzt doch doller als gedacht. Heute Morgen, sehr schöner Tag, Sonne scheint, kein Wind. Ruhe vor dem Sturm wirklich. Jetzt geht der Sturm doch ein bisschen stärker. Ich bin mal gespannt, was das heute Abend, / Nacht bei uns wird. Jetzt wird es doch deutlich lauter. Und ja, noch einmal der letzte Blick. Und hier einmal nach oben der Blick. Und jetzt geht's weiter. Das war's jetzt mit dieser Dokumentage von der Ruhe vor dem Sturm. Ich bin sehr gespannt, was es heute wird. Das soll ja deutschlandweit ziemlich aktiv sein, bei einer Geschwindigkeit von über 110 km/h. Also, wir können gespannt sein. Ettlingen wäre hiermit dokumentiert, beziehungsweise die hinteren Teile. Und wir werden sehen, wie es danach aussieht. Lasst gerne ein Abo da, falls euch so etwas gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.